Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den SV Sandhausen 1916. Ich darf nicht nur die hier anwesenden Medienvertreter begrüßen, sondern auch recht herzlich unsere Fans und Gäste in den Bereichen der Revier Power Lounge, dem Moritz und dem benachbarten 1848. An meiner Seite die beiden Cheftrainer, Gert-Jan Verbeek vom VfL und Alois Schwarz vom SV Sandhausen. Und wie immer gebührt unserem Gästetrainer das erste Wort. Herr Schwarz, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, für die erste Halbzeit fallen mir die Worte relativ schwer, weil wir richtig schlecht gespielt haben. Wir sind nicht in die Partie reingekommen. Wir haben keine Ballpassagen gehabt. Wir waren zu ängstlich gegen den Ball, zu passiv, zu breit, zu hoch. Der Gegner konnte ständig durchspielen. Und ich denke, dass der Gegner auch verdient mit 2:0 in die Pause geht. Wobei man auch sagen muss, die Tore, die der Gegner dann gemacht hat, die waren einfach zu verteidigen. Das kommt noch dazu. Beim ersten Tor haben wir eigentlich den Ball schon köpfen ihm dem Gegner vor die Füße. Beim zweiten haben wir Eigenabstoß und setzen uns hinten nicht ab, müssen dann ins Laufduell und sind zweiter Sieger. Und da gehst du mit 0:2 oder 2:0 in die Pause. Und dann muss ich sagen, hat die Mannschaft eine gute Moral gezeigt. Sie hat aggressiver gespielt, dem Gegner nicht mehr so viel Spielraum gegeben. Dann machen wir das 2:1. Da sind wir ganz gut dabei, machen das 2:2 und haben auch gemerkt, dass beim VfL ein bisschen die Köpfe runtergehen. Und dann bringst du den Gegner wieder ins Spiel durch ein Eigenverschulden, durch so einen dummen Elfmeter, den wir da geben machen. Da brauchen wir gar nicht so hingehen. Der Gegner nimmt es dankbar an, nimmt das Geschenk. Ja, und wenn du dann natürlich nach 0:2 in Bochum ein 2:2 machst so einen dummen Elfer, bist eigentlich dem Punkt nahe, den du dann vielleicht Richtung zweite Halbzeit verdient gehabt hättest insgesamt. Dann hat der Gegner natürlich auch Konterchancen, logischerweise, aber wir haben dann zwei Aktionen, wo ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, dass man da in die Pfeife reinbläst, bei Klingmann gegen Mlappa und ganz zum Schluss bei Moritz Kuhn, der eigentlich aufs Tor schießen will, wird von hinten eingehakt. Die Pfeife blieb aber stumm und deswegen fahren wir hier zum Schluss mit 0 Punkten nach Hause. Aufgrund des ganzen Spiels, denke ich, war der VfL-Sieg verdient. Ich nehme mit, dass wir durch viele, viele Ausfälle eine ganz neue Mannschaft auf dem Platz hatten, die noch nie so zusammengespielt hat. Junge Spieler mit Dominik Stolz, einer, der noch nie gespielt hat von Beginn an. Und das zeigt mir, je länger das Spiel ging, dass wir besser reingekommen sind und macht mir natürlich auch Hoffnung für Dienstag gegen Nürnberg. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schwarz. Herr Dern, dein Kommentar zum Spiel bitte. Die ersten 20, 25 Minuten, ja, war ein sehr hohes Niveau von meiner Mannschaft. Gute Tore gemacht, Positionsspiel überragend. Das kann man natürlich nicht 45 Minuten spielen in das hohe Tempo, aber mit einem Positionsspiel kann man ein ganzes Spiel machen, 2x45 Minuten. Das haben wir nicht gemacht, dadurch sind wir auch in die Probleme gekommen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Viel zu viel in Stand gespielt, kein Tempo gemacht und viele Fehlpässe. Ja, und dann nötigt man die Mannschaft aus, um zu kommen. Ja, und bekommt der Gegner auch Mut. Das haben die überragend gemacht. 2:1, 2:2. Kann man sagen, da waren auch individuelle Fehler. Aber insgesamt war das sehr schlecht reagiert. Ja, und wir wollen gerne agieren. Das haben wir nicht gemacht und sind wir auch in die Probleme gekommen. Glücklich, ja, sind wir rechtzeitig wieder in den Rücken gerichtet und haben wir das Tor gemacht mit dem Strafstoß. Und das haben wir heute, also letzte Woche trainiert natürlich. Und dann ist es schön, dass es so auspackt. Also insgesamt zufrieden, aber wir müssen auch kritisch sein und sagen, okay, wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, gibt es vielleicht mehrere Punkte, ja, und machen wir vielleicht mit oben dran. Ja, aber wenn wir so spielen wie die zweite Halbzeit, wird es schwierig. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Dann wird Ihnen ein Mikrofon gereicht und dann können Sie starten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann von meiner Seite aus noch den Moritz-Fiege-Pressetipp. Hat Herr Rentsdorf gewonnen.
der tatsächlich das 3:2 getippt hat. Und ansonsten, wir haben eine kurze Woche, spielen am Dienstag in Düsseldorf. Unsere Gäste aus Sandhausen gegen Nürnberg, ist richtig, ne? Genau, auch am Dienstag. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag schon hier wieder, wenn Arminia Bielefeld hier gastiert. Bis dahin, schönes Wochenende.